Déjà-vu? So, die Mountaineers sind heute wieder in Hinterriss. Aufmerksame Follower wissen jetzt vielleicht, dass wir hier schon einmal waren, noch vor gar nicht so allzu langer Zeit. Da haben wir die Rappenklammspitze gemacht und mussten 5 Minuten vorm Gipfel mussten wir umkehren, weil das letzte Stück sehr ausgesetzt ist und zu dem Zeitpunkt extrem vereist war und wir dann einfach gesagt haben, nee, lass mir mal bleiben, drehen wieder um. Heute machen wir sie nochmal. Jetzt ist das Wetter super. Jetzt haben wir gesagt, jetzt möchten wir sie unbedingt machen. Und wir haben dann uns noch überlegt, die Tour noch ein bisschen zu erweitern, mit der Überschreitung der Rappenklammspitze dann zum Wechselkopf und dann halt wieder übers Rhontal zurück zum Ausgangspunkt. Ja, von daher wünsche ich euch wieder viel Spaß mit unserer Tour, hoffen, dass sie euch gefällt und diesmal mit einem positiven Gipfelerlebnis für uns. So, der Weg zu der Rhontalalm führt eigentlich auf sehr breiten Wegen, ist also erstmal keine große Schwierigkeit. Ja, bekannt ist Hinterriss wahrscheinlich eher jetzt wegen diesen, wegen den sehr imposanten Torwänden, die man schon im Hintergrund dann aufragen sieht, also jetzt nicht hier im Hintergrund, sondern bei Hinterriss dann. Weniger bekannt sind eher so die Gipfel, die ums Rhontal herumliegen. Die Rappenklammspitze ist eher ein Gipfel, der nicht so oft bestiegen wird. Wenn man dann noch weiter über den Kamm läuft, über den Wechselschneid und den Wechselkopf, dann wird sogar noch eine Spur einsamer. Also gerade für die unter euch, die gern abseits vom Tumult wandern, die auch ein bisschen so das Abenteuer suchen, für die unter euch, für die wird die Tour genau das Richtige sein. Na, so sieht das Ganze aus, wenn die Sonne scheint. Und alles grün ist. Da der Torkopf, östliche Karwendelspitze und? Also im Hintergrund sieht man jetzt die Rhontalalm und auch die Weggabelung. Das zieht sich jetzt hier in Serpentin den Hang hoch auf einem schmalen, aber gut markierten, ja, da gut ausgebauten Weg. Ungefähr, so laut Wegweiser unten bei der Alm, circa 2 Stunden bis zur Rappenklammspitze hoch. So, hier die kleine Lichtung, an die können wir uns auch noch erinnern. Die sah zwar im Winter anders aus. So, und ab hier begann im Winter die unberührte Schneelandschaft. Der Weg war kein Weg und es war auch wesentlich schmaler, weil halt viel Schnee auf den Latschen lag. Schauen wir mal,
ob es noch ein bisschen enger wird. Weil teilweise mussten wir uns ja richtig durchzwängen. Da kann man schon das Gipfelkreuz erkennen. So, jetzt stehen wir genau wieder an dem Punkt, wo wir vor ein paar Monaten im Winter auch gestanden sind. Ja, wir stehen jetzt ganz kurz vor dem Gipfelkreuz der Rappenklammspitze, wo für uns dann der Weg nicht mehr weitergegangen ist. Man sieht, es fällt hier links und rechts recht steil ab. Man muss jetzt hier diese kleine Stufe gleich überwinden. Und das war so vereist und so glatt. Und wenn man sich das dann hier anguckt, wie das hier abfällt, ja, Thea zeigt es dann gleich, oder ich zeige euch das dann gleich. Also da war für uns, haben wir gesagt, nee, also das muss echt nicht sein. Und sind dann umgedreht. Also ich zeige euch das mal, ich übernehme mal. So, also das ist jetzt hier der Grat. So. Und hier fällt es halt recht stark runter. Ja. Und hier fällt es recht stark runter. Und dieses Stück hier, dieses Ministück, das war halt komplett vereist. Und wir wussten halt auch nicht, ob es links oder rechts dran vorbeigeht. Genau, das ist. Das ist rechts. Ja, jetzt sieht man eigentlich ziemlich offensichtlich. Aber wenn ich mir halt das hier angucke, ja, und ich hing dann hier schon an einem Fels da drin und habe gemerkt, boah, ich habe da irgendwo keinen Halt. Nee, dann war die Sache gleich klar. Das Stück ist jetzt sehr schuttig. Kann sein, dass der ein oder andere mal immer wieder auch mit den Händen arbeiten muss.
Also ob wir da mal, also jetzt wo wir den Weg wissen, ob wir damals tatsächlich mit den Steigeisen bei dem Eis das gemacht hätten. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung damals umzudrehen. Es ist schon sehr brüchig gut. Klar, mag dann im Winter vielleicht nicht ganz so schlimm sein, wenn alles gefriert, aber es ist schon, man muss schon aufpassen. Also jetzt halt auch, vor allem wenn alles so geröllig und schuttig und splittrig ist und so. Aber ich glaube, für den Winter ist es schon krass. So, hier rechts von mir wird es jetzt wieder den Aufstiegsweg zurückgehen, runter zur Rhonthalalm. Hier links, das ist jetzt dieser etwas verstecktere Weg über den Wechselschneid jetzt zum Wechselkopf, den wir jetzt folgen, um dem Ganzen noch so einen Rundtourencharakter mitzugeben. Hölzelköppel auf 17,48. Hier befindet sich auf der Überschreitung von der Rappenklammspitze zum Wechselkopf die Schlüsselstelle. An dieser stark erodierten und bröseligen Stelle wird absolute Trittsicherheit verlangt. Steil nach oben. Durch die Latschengassen geht es jetzt gerade stetig steil im weglosen Gelände bergauf. Der Abstieg ist schon steil, also bei Nässe ist auf jeden Fall Rutschgefahr und dann muss man schauen, dass man sich ein bisschen rechts hält, dass man auf diesen Pfad kommt, den man von oben sieht. Abstieg ist ein bisschen tricky, also wenn man vom Wechselkopf dann absteigt und unter der Steilkarspitze durchläuft, dann wird es ein bisschen geröllig und schuttig und danach, wie gesagt, sehr wegloses Gelände. Also wer da wirklich irgendwelche Weghinweise oder Markierung sucht, nope, gar nichts, fehl am Platz. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen durchgeschlagen, sind jetzt hier auf dieses Flussbett gekommen. Das Flussbett führt uns jetzt erstmal talauswärts und dann sollten wir auch demnächst irgendwann den Weg zu der Torscharte schneiden. Und
So, wir haben jetzt hier diesen Triebweg erreicht. Den erreicht man, wenn man das Flussbett, wie gesagt, talauswärts läuft. Und der sollte uns jetzt dann, wie gesagt, zu demselben Weg führen, der auch zur Torscharte führt und der dann auch zurück zur Rhontalalm führt. Von daher, das Schwierigste haben wir jetzt hinter uns, Gott sei Dank. Wieder bei der Rhontalalm angekommen. So, jetzt haben wir gerade unsere noch eine Brotzeit gehabt in der Rhontalalm. Lecker Jausenbrettel mit Speck und Käse und Bier. Ja, und jetzt geht's wieder zurück nach Hinterriss zum Parkplatz. Ja, kleines Fazit zu der Tour. Ich meine, den Weg zur Rattenklamm, das war für uns jetzt nichts Neues. Das letzte Stück noch hoch war spannend, ja, ist auf jeden Fall aber auch sehr brüchig. Man muss auf jeden Fall aufpassen, sehr brüchig, sehr geröllig auch, sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg. Der Übergang zum Wechselschneid und Wechselkopf war ganz easy, hat viel Spaß gemacht. Es ist halt weglos, ja, also man hat keine Wegmarkierung, man muss sich dann viel mit Karte und GPS helfen. Der Abstieg vom Wechselkopf, ja, also bis unter die Steinkarspitze, bis zum Geröllfeld war es ganz gut. Danach war es wirklich schon ein bisschen eine Quälerei, weil wir dann halt über Geröllfelder und teilweise durch Latschen uns den Weg runter zum Flussbett haben bahnen müssen. War jetzt nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber letzten Endes hat alles gut geklappt. Wir waren gut in der Zeit, haben uns sogar noch eine Einkehr verdient. Und jetzt geht's zum Parkplatz. Wie immer, wenn euch die Tour gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, vergesst die Glocke nicht. Wir wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.